Hallo Leute, das heutige Thema ist, dass Menschen mit Behinderung kein Mitleid wolle. Und es gibt auch bestimmt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, es tut mir leid, dass er eine Behinderung hat. Weil im Endeffekt könnt ihr eh gar nicht daran ändern, dass er eine Behinderung hat. Also viele Menschen mit einer Behinderung, falls es ein Mensch mit einer Behinderung zuschauen sollte, kannst du gerne mal deine Meinung in die Kommentare gerne mal reinhauen nach das Video. Und es gibt ja einige Menschen, die sagen ja, wie ich da neulich in einer TS-Gruppe gelesen habe, er tut mir doch so leid, dass er eine Behinderung hat. Warum tut es dir leid, dass ich eine Behinderung habe? Das ist hier die Frage. Weil im Endeffekt kannst du, derjenige, der keine Behinderung hat, eh nichts daran ändern. Und ein Mensch mit Behinderung, wie viele andere bestimmt auch meine Meinung sind, die wolle einfach kein Mitleid haben. Warum ist das Ganze so? Weil ein Mensch mit einer Behinderung geht es nicht unbedingt schlecht. Der ist halt so geboren und der kennt dies halt eben nicht anders. Wie zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, er kennt das nicht. Oder soll ein Rollstuhlfahrer sagen das nächste Mal, oh, die kann laufen. Ist doch bestimmt schwer, nur laufen zu können und nicht mal schön sich rumzufahren lassen. Nein, und deswegen braucht man auch kein Mitleid zu haben. Die Menschen mit Behinderung wolle viel, viel mehr akzeptiert werden, die Gesellschaft, und ganz normal, so wie jeder andere Mensch ohne Behinderung, akzeptiert werde und behandelt wolle. Das Letzte ist, was die Menschen mit einem Handicap haben wolle, es tut mir also leid, dass du eine Behinderung hast. Das will kein Mensch mit einer Behinderung hören. Und da können bestimmt viele Menschen mit einem Handicap oder mit einer Behinderung auch bestimmt mal die Kommentare bestätigen. Weil, stell dir mal vor, ihr habt eine Behinderung und wie ich heute Morgen zum Beispiel lese ich am Post, mit, oh, der tut mir doch so leid, dass er eine Behinderung hat. Das geht nicht. Weil, muss man immer mal im Kopf fassen, weil ein Mensch mit einer Behinderung will kein Mitleid haben. In meinem Fall zum Beispiel bin ich nicht mal körperlich behindert. Das Einzige, was ich das habe, ist ja ein Sprachfehler und kann zum Beispiel weder lesen noch schreiben. Und deswegen musst ihr euch doch nicht leid tun. Weil was tut euch denn leid daran? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare bestätigen, was euch daran so leid tut, wenn ein Mensch oder ihr kommt zu einem Mensch und der tut mir so leid, dass er eine Behinderung hat. Weil im Endeffekt sind wir auch nur alle Menschen. Wir sind über alle anders, die anderen sind dunkelhäutig, die anderen sind hell und die anderen sind vielleicht im Rollstuhl, weil er zum Beispiel kein Bein hat oder es gibt so viele Analphabete, im Prinzip sind davon, müsste eigentlich ein Behindertenausweis haben und zu denen kommt da auch keiner, es tut mir leid. Und deswegen ist auf jeden Fall ein No-Go, sage ich so einem Menschen mit Behinderung, es tut mir so leid, dass du eine Behinderung hast. Weil das will wirklich keiner hören. Wie soll man sagen, weil das geht einfach nicht. Man soll nicht so einem Menschen sagen, der eine Behinderung hat. Natürlich kann man das machen, wenn diese Person das eigentlich nicht wissen sollte. Und solche Personen sagen das eigentlich nur, wenn die so gut wie gar keine Erfahrung mit Menschen mit Behinderung haben. Weil im Prinzip ist eigentlich das tut mir leid Wort, dass er eine Behinderung hat, eigentlich komplett fehl am Platz. Weil derjenige ist im Endeffekt so geboren und hat später sein Leben die Erkrankung erhalten, die er jetzt bis heute hat. In meinem Fall zum Beispiel, ich hatte die Meningitis. Und deswegen habe ich zum Beispiel einen Sprachfehler und kann zum Beispiel weder lesen noch schreiben. Und so den Punkt ist angefangen. Und es gibt einen neuen Punkt, den ich gerne ansprechen will. Ich habe ja viele Menschen mal erzählt von meinem Meningitis und so weiter. Vor einigen Menschen habe ich gehört, gute Besserung. Warum gute Besserung? Ich habe ja die Meningitis nicht mehr. Das ist eine Erkrankung, die kommt und lässt dann dementsprechend, wenn man Pech hat, hier in dem Schade an seinen Körper zurück. Und einige andere von meinen Freunden haben zum Beispiel gesagt, er hat ja Meningitis,
Dann steht hier mir die Frage, wie, er hat Meningitis? Nein! Das ist eine Erkrankung, wenn man die noch hätte, sollte, dann wäre man im Endeffekt durch die Krankheit Meningitis tot, wenn man die noch hat. Ist wie eine Erkältung, wenn man die hat, die kommt und geht. Wie eine Treppe, die kommt und geht. Dann könnte ich ja so jede sagen, der mal eine Erkältung hatte, oh, der hatte eine Erkältung. Nee. Der hatte eine Erkältung, hat die aber jetzt nicht mehr. Das sind so ein paar Punkte, die mich schon in dem Bereich aufrege, dass gewisse Menschen, man denke, die habe eine Kuh und im Endeffekt habe die eigentlich nicht viel besonders davon verstanden, was genau ein Mensch mit einer Behinderung eigentlich hat. Und viele Menschen sagen ja, auf Anfang schon tausendmal erwähnt, es tut mir leid, dass du eine Behinderung hast. Da ist genau der Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Euch muss das nicht leid tun und das will auch kein Mensch mit einer Behinderung hören. Das Einzige, was ich wolle, ist von der Gesellschaft akzeptiert zu werden und angenommen werde. So, das ist auf jeden Fall der Punkt für dieses Video. Das denke ich mal, lasst genug Raum da, um das in die Kommentare mit euch zu diskutieren. Am Ende von diesem Video, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal gerne mal ein Abo da lassen und könnt ihr gerne mal, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mal den Like-Button drücken. Und auch das wichtige Thema hier, also für mehr zu verbreiten, könnt ihr auch gerne das Video teilen, Facebook oder auch sonst wo könnt ihr das Video gerne teilen, wo ihr wollt. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!